Hallo. Da haben mich doch tatsächlich einige Leute gefragt, ob es zu dieser ganzen Thematik auch ein Gesicht gäbe. Ja, hier seht ihr. Das alte Gesicht, ich bin der Jens, ich grüße euch. Fährt ein echter Prinz, kommt mit der Lokomotive. Damit die auch kommt, ob jetzt bei euch oder auf meiner Anlage, dazu gucken wir uns eine theoretische Schematik an. Ich bin jetzt mal in die Programmierung und in die Aktion eingestiegen von Rockrail. Ist nur ein 5-Minuten-Filmchen für alle die, die es interessiert, damit sie es ungefähr mal gesehen haben, wie es funktioniert. Viel Spaß. Aufgrund einiger Nachfragen wird es ein bisschen theoretischer. Zumindest für die Leute, die sich für diese Hallsensoren-Geschichte interessieren. Und genau wie ich mit Rockrail steuern, weil ich kann euch das Beispiel nur an Rockrail zeigen. Für die anderen, die müssen sich halt den Weg finden oder ableiten. Bei mir geht es heute um die Fahrstraße von 301 bis 900S. Ich werde das Ganze mal ein bisschen größer machen, weil es sich heute nur um diese Region beläuft. So, genau. Von hier nach da geht es einmal. Wenn ich jetzt zum Schein eine Lok hier hinsetze, werde sie nach 900S fahren lassen wollen, wird die Fahrstraße eingelegt. Die Weichenstraße Süd wird belegt. Das hatten wir in dem vorigen Video schon geklärt. Jetzt gehen wir mal davon aus, die 18201 hätte nur zwei Achsen. Wenn die hier drüber fährt, ich simuliere das mal, eine Achse, zweite Achse, fährt also hier drüber, fährt hier entlang und fährt jetzt hier mit zwei Achsen drüber. Eins, zwei, zack, Lokomotive ist angekommen, die Fahrstraße wird freigegeben. Wie funktioniert das Ganze? Da wollen wir mal ein bisschen einsteigen und zwar kümmern wir uns heute um den Achszähler 900S. S steht in diesem Falle für Süd. Für die südliche Ausfahrt gehen wir einmal in die Eigenschaften, in die Aktionen. Diese sind wichtig. Ich ziehe das mal hier rüber für das Handy, so einen langen Arm habe ich nicht. Wir merken uns die Aktion 900S add. Und zwar soll er das machen, immer wenn die Anlage, wenn der Hallsensor einmal angesprochen wird. Sprich, wenn ein Magnet drüber fährt, er in dem Moment angeht, soll er einen Punkt hochzählen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch. Wir schauen dafür einmal in die Aktionen. Huch, natürlich nicht. Das waren die Geschwindigkeiten. Das ist, wenn man schielt, nicht wahr? So, einmal in die Aktionen. Wir suchen uns unsere Aktion. Da könnten wir jetzt eine x-beliebige von denen nehmen, aber ich habe gesagt, wir bleiben bei ihr. Achszähler 900S add. Die Definition davon ist, dass der Achszähler 900S die Variable davon, also der Zählwert, um einen addiert wird, sobald ein Lok darüber fährt. Der Achszähler 900S Count, den findet ihr wiederum in den Variablen und diese steht jetzt hier. Ihr seht, ich habe es jetzt zweimal angeklickt. Der Wert steht auf zwei Achsen. Zwei Achsen sind aus 301 herausgefahren, die sehen wir hier oben. In 900S eingefahren, die Werte stimmen übereinander, die Fahrstraße wird aufgelöst. Wir schauen uns das Ganze nochmal hier an. Achszähler, Eigenschaften, Aktionen. Jetzt suchen wir mal unsere zugehörige Fahrstraße von 301 nach 900S. Weichenstraße freigeben, das war jetzt falsch. Diese. Die Enter-Meldung, also dass der Zug angekommen ist von 900S nach 301, läuft wie befolgt ab. Und zwar haben wir einmal, die Aktion muss wahr sein, natürlich, die Variable Achszähler 900S Count soll den gleichen Wert haben wie der Achszähler 301. Dann wird die Fahrstraße freigegeben, aber auch nur dann, wenn die Fahrstraße 301 nach 900S eingeloggt ist. Sollte sie es nicht sein und die zwei Werte stimmen aus irgendeinem Zufall übereinander, wird die verkehrte Fahrstraße natürlich nicht aufgelöst, weil die zweite Bedingung nicht fehlt. Ist ein bisschen kompliziert.
Ich werde einen Beispielplan hochladen als XML-Datei für die Rockräder. Den habe ich selbst einmal bekommen. Eine ganz, ganz netter Beispiel. Und das kann man sich mal runterladen. Man kann es kopieren, man kann damit arbeiten, mal testen. Das wird euch mit Sicherheit helfen. In diesem Sinne, viele liebe Grüße, euer Jens. Macht's gut. Zugegebenerweise, es ist sehr viel Stoff. Für die Rockräder, vielleicht konnte ich euch jetzt ein bisschen helfen oder auch motivieren, daran mitzubasteln, zu wirken oder selbst mal zu probieren. Für Leute, die die Hallsensoren einbauen wollen und haben es immer noch nicht begriffen, möchten es aber haben, fahren auch Rockrail, haben sich auch die Plandatei heruntergeladen vielleicht oder haben sie von mir auch schon geschickt bekommen, die Beispieldatei, und brauchen Hilfe. Schreibt mich einfach an. Hier auf YouTube, man findet mich auch unter Jens Schlenkow, findet man mich in Facebook, man findet mich auf Twitter, man findet mich eigentlich überall. Am besten direkt hier unter dem Video, hier unten, reinschreiben oder mich per Mail kontaktieren. Stellt eure Fragen, ich versuche zu helfen. Tschüss.